Hallo zusammen, Thomas hier. Ich möchte euch heute einen ziemlich coolen Schwarz-Weiß-Trick für Farbfotos zeigen. Und zwar benutze ich den Trick schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Und zwar benutze ich den vorwiegend für meine ganzen Landschaftsaufnahmen. Und damit kann ich dann den Aufnahmen deutlich mehr Plastizität und auch Dreidimensionalität in der Bildwirkung mitgeben. Und er ist auch sehr gut geeignet, um vorhandene Strukturen sehr, sehr gut rauszupräparieren. Und ich benutze den auch sehr gerne, um Wolken so eine richtige bleierne Schwere mitzugeben. Also generell, um die Wolken auch wirklich dramatischer und wuchtiger zu machen. So, und dazu brauchen wir, wie gesagt, eine Schwarz-Weiß-Ausprägung und die Farbvariante des Fotos, um dann, wie gesagt, ein Farbfoto damit zu machen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Um euch diesen Schwarz-Weiß-Farbfototrick zu zeigen, habe ich mal eine Aufnahme rausgesucht. Die habe ich dieses Jahr in Osttirol während meines Sommerurlaubs gemacht. Solltet ihr meine Vlogs gesehen haben, kennt ihr die Aufnahme schon. Die war dann unter anderem beim Abspannen bei der Diashow dabei. Und das ist eine Aufnahme, die eignet sich sehr schön, um diesen Effekt auch wirklich sehr gut auch zu demonstrieren. Denn wir haben hier eine Aufnahme, die lebt sehr stark eben von den führenden Linien, aber vor allen Dingen auch von den Strukturen. Einmal von den Strukturen, die wir hier in dem vorgelagerten Gesteinsbereich haben, wo früher der Gletscher drüber geflossen ist, und natürlich hier in dem Gletscher selber. Das ist jetzt erstmal die Aufnahme unverändert, so wie sie aus der Kamera kam, also die Rohaufnahme von meiner Nikon-Kamera. Und die habe ich jetzt in Photoshop importiert, denn ich habe es gerade gesagt, das geht so in Lightroom nicht. Denn wir brauchen hier zwei, in Anführungsstrichen, echte Photoshop-Ebenen, die wir dann gleich übereinander legen und die ich dann gleich miteinander abmischen werde. So, und weil ich eben für diesen Schwarz-Weiß-Trick natürlich auch eine Schwarz-Weiß-Ausprägung der Aufnahme brauche, werde ich jetzt mal erstmal eine Schwarz-Weiß-Variante, eine zweite, anlegen. Und ich zeige euch dann auch vor allen Dingen, wie ich das mache und vor allen Dingen auch mit welcher Art von Schwarz-Weiß-Aufnahmen ich diesen Trick anwende. Ich sollte noch dazu sagen, den Trick habe ich nicht selber erfunden, den habe ich mal gesehen von einer ganzen Reihe vor Jahren, auch auf YouTube, von einem amerikanischen Fotografen, der heißt, ich glaube, er heißt Tom Brady, kann auch Tim heißen. Ich gucke nachher nochmal nach, ich schreibe euch auf jeden Fall den Namen auch in den Link. Der hat generell auch eine ganze Reihe guter YouTube-Videos gemacht, also nicht nur ich mache gute YouTube-Videos, ich hoffe zumindest, sondern natürlich auch eine ganze Reihe anderer Leute. Und dieser Tom Brady, bei dem habe ich das mal gesehen, da hat er Landschaftsaufnahmen bearbeitet und da war dann der Trick dabei, den habe ich ausprobiert und seitdem adaptiert. Und wie gesagt, ich benutze den wirklich jetzt schon eine ganze Reihe von Jahren, seitdem ich auch verstärkt mit Photoshop arbeite, um meinen Aufnahmen wirklich mehr Plastizität mitzugeben. Und bei manchen Aufnahmen, es geht nicht bei allen, aber bei manchen Aufnahmen hat man wirklich den Eindruck, die sind wirklich, sind 3D. Da ist wirklich irgendwie, das Bild ist tiefer. So, jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt zeige ich euch wirklich, wie es geht. Und damit ich das dann eben auch sauber machen kann, muss ich erstmal die Brille aufsetzen. So, und ich nehme jetzt genau die Aufnahme, mache mir da jetzt nochmal eine Kopie von, so. Und die werde ich jetzt auch nochmal erstmal in Schwarz-Weiß wandeln. Und das mache ich dann, ich arbeite eigentlich fast nur, wenn ich mit Schwarz-Weiß-Bearbeitung arbeite, eben auch noch immer mit der Nikkollection und in dem Fall mit Silver FX Pro 2. So, und deswegen rufe ich das jetzt mal auf. Das lässt sich ja in Photoshop ohne Probleme als Plugin einbinden. Dauert jetzt einen Moment. Das ist eine relativ große RAW-Datei. Und dann ist er aber auch gleich schon fertig, denke ich. Da ist es schon. So, Silver FX Pro werde ich heute nicht erklären, das würde den Rahmen sprengen. Aber was ich euch zeigen möchte ist, ich habe mir mal gerade auch wirklich für diesen Trick verschiedene Schwarz-Weiß-Ausprägungen in Silver FX angelegt. Also ich habe hier eine Variante, die ist sehr moderat. Dann habe ich hier eine Variante, da sehen wir schon, da kommen die Wolken schon stärker durch. Man hat gerade eben, ich ziehe das mal runter, ihr seht das, wenn man das vergleicht, hier sieht man erstmal gar keine Wolken oder so gut wie keine. Und hier in Silver FX kommen die schon deutlich durch. Und dann habe ich hier eine Variante und ich habe hier noch so eine richtige Hardcore-Variante. Also ich arbeite sehr gerne, wenn denn Strukturen da sind, auch sehr gerne mit harten Strukturen, also mit deutlich kräftig rauspräparierten. Und deswegen werde ich jetzt dieses Foto nehmen, das an sich jetzt schon ziemlich gut aussieht als Schwarz-Weiß-Bild,
um es eben jetzt mit der Farbvariante abzumischen. An den Einstellungen mache ich jetzt im Prinzip nichts, muss ich nichts machen, denn wie gesagt, ich habe mir diese vier angelegt, um sie unter verschiedenen Aspekten und für verschiedene Ausprägungen dann eben jeweils zu benutzen und sage, okay, dann mach mir jetzt bitte da noch eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von. So, das dauert eben wieder, auch wieder einen kleinen Moment, aber das geht ja hier auf der Kiste vergleichsweise schnell. So. So, jetzt wird das Bild noch gespeichert. Und er ist gleich fertig. Okay, da ist er. Also, das ist jetzt die Aufnahme, die Schwarz-Weiß-Ausprägung, die wir gerade gesehen haben. Und da ist jetzt erstmal noch nichts mit bunt. Also hier haben wir keine Farbaufnahme. Und jetzt kommt der Trick. Bei dem Mischmodi gibt es ja eine ganze Reihe. Und den Mischmodus, den wir brauchen hier in Photoshop, um diesen Trick anzuwenden, das ist der unterste. Und zwar ist das der Mischmodus Luminanz. Und ihr seht, da kommt wieder Farbe rein. Natürlich überlagert jetzt die Schwarz-Weiß-Aufnahme erstmal das Farbfoto sehr stark. Ich nehme es aber nochmal komplett raus. Also das ist jetzt, wie gesagt, die Farbvariante. Vollkommen unbearbeitet, da ist nichts mitgemacht. Ich habe auch in den Farbreglern noch nichts gemacht. Und das ist jetzt die mit dem Mischmodus Luminanz überlagernde Schwarz-Weiß-Ebene. Und ihr seht, mit diesem Mischmodus, ich stelle nochmal wieder auf Normal um, da war die reine Schwarz-Weiß-Aufnahme und bei Luminanz kommen die Farben durch. Und was macht dieser Mischmodus Luminanz? Er erhält von der ursprünglichen Aufnahme die Farbsättigung und den Farbton. Und die Farbhelligkeit, eben die Luminanz, die holt er sich jetzt hier von der Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und deswegen werden tiefe Bildbereiche, also dunkle Bildbereiche, werden dadurch dann eben deutlich intensiver. Und so entsteht dann eben dieses stärker Hervortreten der Strukturen und eben auch dieses deutlich plastischere. So ist die Aufnahme, eigentlich sieht die gar nicht schlecht aus, aber es ist vielleicht doch ein bisschen sehr heftig. Und um das eben abzumildern, kann man natürlich hier oben dann entsprechend diese obere Ebene so einmischen in der Intensität oder mit der Deckkraft, wie es eben für die Aufnahme zuträglich ist. Und das ist natürlich Geschmackssache. Ich regle den jetzt mal, ich habe den erstmal wieder auf 0 gestellt und ich stelle den jetzt mal ein bisschen höher. So, da kommt er. So, und hier finde ich, fängt es an, interessant zu werden. Also jetzt bin ich hier bei einer Deckkraft von etwa 50, genau 47. Ich nehme die nochmal raus. Das ist also jetzt nochmal die Aufnahme ohne die überlagene Schwarz-Weiß-Variante. Und jetzt kommt die Schwarz-Weiß-Variante rein. Und finde, dann ist die Aufnahme eigentlich schon ziemlich gut und vor allen Dingen sehr schnell entwickelt. Im Prinzip müsste ich jetzt bei der Aufnahme nicht sehr viel machen. Ich würde jetzt die beiden noch zusammen abmischen hier, beziehungsweise ich würde sie zu einer neuen Ebene verbinden und dann in Adobe Camera Raw, respektive man könnte es dann auch in Lightroom machen natürlich, dann eben nur noch final bearbeiten. Und bei der Aufnahme braucht es für mich eigentlich noch ein bisschen Schärfe, an den Farben noch ein bisschen was machen und dann ist die Aufnahme fertig. Der Effekt, den ich euch jetzt gezeigt habe, der geht in Teilen in Lightroom mit dem Dunstentfernfilter. Ich habe das vorher mal ausprobiert. Der Dunstentfernfilter macht etwas Ähnliches, aber er macht es dann eben doch anders. Also man kriegt diesen Effekt in Lightroom nach meinem Kenntnisstand, wenn da jemand von euch Erfahrung gemacht hat, schreibt es in die Kommentare oder postet was. Also soweit ich weiß, geht es mit dem Klarheitsregler nicht so. Vor allem es gibt Fälle, da sieht es sehr ähnlich aus, dann gibt es Fälle, da funktioniert es überhaupt nicht. Also diesen Effekt habe ich in Lightroom so noch nicht nachstellen können. Da braucht es tatsächlich dann wirklich immer zwei Photoshop-Ebenen. So, und wie gesagt, jetzt habe ich die Plastizität da drin. Ich nehme also diese beiden Aufnahmen und lasse die dann zu einer neuen zusammenfügen und packe da jetzt nochmal Adobe Camera Raw drauf. Dann mache ich die wirklich jetzt auch nochmal schnell fertig. So, das ist also jetzt schon die abgemischte Variante. Und ich habe ja gerade gesagt, sehr viel mehr braucht es da nicht. Auch das Histogramm sieht erstmal schon mal wunderbar aus. Wunderschön hier in dem Wertebereich. Und deswegen brauche ich ja in der Belichtung nichts machen. Es war ein relativ trüber Tag oder durch die Wolken eben auch etwas dunklerer Tag. Und ich möchte ja auch hier diese etwas dunklere Stimmung, die auch hier jetzt im Himmel durch diese Schwarz-Weiß-Ebene mit reingekommen ist, möchte ich auf jeden Fall erhalten. Gehe jetzt hier mit der Klarheit noch mal ein bisschen höher, dann fängt das Ganze noch ein bisschen mehr an zu leuchten. Auch und die Farben kann ich noch ein bisschen annehmen. Aber viel braucht es auch nicht. Wenn ich jetzt ganz extrem gehe, ihr seht, das wird zu bunt. So, dass eben gerade so hier diese Brauntöne, dass die so schön rauskommen. Und bei der Sättigung braucht es, glaube ich, auch nicht mehr viel. Na, so, vielleicht noch ein bisschen. So, und dann brauche ich im Prinzip nur noch schärfen. Und dann ist meine Aufnahme gleich fertig. Und dann mache ich das auch nochmal und schärfe ich die nochmal. Vielleicht sollte ich sie erstmal auf 100% setzen. Dann sehe ich das auch besser. So.
So, gehen wir mal hier so einen Bereich, wo wir auch von dem Gletscher ein bisschen was sehen. So, dann nehme ich die Schwarz-Weiß-Variante, um die dann zu schärfen. So, und ich erhöhe den Detailgrad noch ein bisschen, denn es geht ja hier um die Strukturen, die will ich ja wirklich rausarbeiten. So, maskieren muss ich im Grunde nichts. Ich gucke nochmal, Ansicht einpassen, wie sieht es da im Himmel aus. Gehen wir da auch nochmal auf 100%, das hätte ich auch anders machen können. So, gehe ich nochmal rauf. Na komm. Ist ein bisschen, ja, das ist okay. Also ist vielleicht ein bisschen Korn reingekommen jetzt von der Schwarz-Weiß-Ausprägung. Deswegen mache ich nochmal in Ansicht einpassen und maskieren schadet ja nichts. Dann maskiere ich das Ganze nochmal. Hole mir da den Himmel, nehme ich mir ganz raus. Und voilà, Aufnahme ist fertig. Kann also hiermit okay bestätigen. Und das ist jetzt meine finale Aufnahme. Man hat gesehen, wie schnell das geht. Und wenn die Aufnahme an der Stelle die Strukturen mitbringt, braucht es nicht mehr viel. Damit kriege ich mit dieser Schwarz-Weiß-Maske oder mit dieser Schwarz-Weiß-Mischmethode, die ich benutze, kriege ich relativ schnell die Aufnahme schon in ein nahezu fertiges Stadium und muss eben in Adobe Camera Raw, in dem Fall, so habe ich es jetzt gemacht, dann nur noch schnell letztes Feintuning machen. So, nur noch mal zum Vergleich. Das ist also die Aufnahme, wie sie aus der Kamera kam, und das ist die Aufnahme fertig bearbeitet mit der Schwarz-Weiß-Maske. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RAW-TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.